Es ist mal wieder Zeit für Clash Royale. Ja, mal wieder nach 2 Wochen. In der Zeit hat sich bei mir nicht viel getan, aber am Spiel an sich. Es gab nämlich ein kleines Update. Das kann man. Halt doch, aktivieren. Posteingang. Das kann man hier zum Beispiel sehen. Im Posteingang gibt es neue Inhalte, gibt es neue Karten, gibt es neue Belohnungen und so. Das Coole ist, es gibt immer Gold, wenn man kämpft. Aber das ist halt nur auf 20 Mal begrenzt am Tag. Und es gibt halt mehr Belohnungen auf Kronentruhen und allgemein auf die Truhen. So, mal gucken, was ich denn schon für neue Karten hatte. Feuergeist. Den Ofen, da kommen dann die Feuergeister raus. Ja, das war's eigentlich auch schon. Es gibt da halt noch ein paar mehr Karten, die sehe ich leider noch nicht ganz. Und es gibt eine ziemlich overpowered Karte. Was ist denn hier los in dem Clan, ey? Genau. Die kann ich jetzt mal zeigen. Ich weiß nicht ganz genau, wie die hieß. Aber das ist dieser Trillbohrer hier. Sieht man eigentlich ganz gut. Weil der, ich weiß nicht, das ist so krass overpowered. Der macht einfach, glaube ich, 1000 Schaden auf dem Grund. Hier. Auf. Wer ist denn das? Auf den Turm einfach. Auf den Außenturm. Oder halt auf den normalen Turm. Kronenturmschaden, doch. Und. Wenn du über Bahn setzt, die sind einfach einmal weg. Ich weiß nicht, das kannst du nicht bringen. Guck mal. Jetzt setzt er schon mal. Hätte ich natürlich eher planen müssen, aber man kann es ja nicht ahnen, dass der halt so ein Ding hat. Sonst hätte ich nämlich hier meine Rakete drauf geschossen. So, Eister-Magier ist immer ganz gut Abwehr gegen den Drachen. So, jetzt kommt das Teil schon mal vor. Schießt zumindest nur auf Boden. So, das erste Mal konnte man noch abwehren, mehr oder weniger. Aber hätte der jetzt zum Beispiel Pfeile schon direkt gehabt, ja, wäre ich am Arsch. So, mal gucken, wann das wieder sitzt. Probier erstmal meine normale Taktik. Riesenskelett und dahinter dein Magier. Das klappt schon relativ gut, weil da kannst du nicht viel abwehren, außer natürlich mit dem Turm. Und den hat er hier auch. Ja, hier, wie gesagt. Ich glaube, es ist immer eigentlich das gleiche Deck wie letztes Mal. Ich habe da nicht viel geändert. Ich komme halt ganz gut voran. Also nicht dauerhaft. Ich habe viele Decks, gegen die ich nicht ankommen kann. Zum Beispiel schnelle Decks oder mit Eis und so. Oder ein Deck mit so Scheiß hier drinne. Ja, wir sind ja, was man machen soll. Habe es erstmal probiert, dass der erstmal ein bisschen abgelenkt wird. Aber hier, ein Schuss, weg. Lächerlich ist das. Hier, ein Schuss weg, macht über 1000 Schaden. Über 1000. So, jetzt ist es schon am Kronturm, jetzt können wir das nochmal sehen. Ich glaub, 1300 jetzt, oder? Jetzt sind wir 224. Jetzt probierst du mit der Bahn. Boah, Bahn weg. Es ist einfach nur krank, das Ding. Das ist einfach nur krank. Ich weiß auch nicht. Also, was ich hier dabei gedacht habe, habe ich gedacht, komm, wir ticken mal die Leute richtig. Haben sie geschafft. Echt. Echt. Ja, da ist es schon wieder. Mensch. Ja, und. Wenn das noch in Verknüpfung mit Wut schießt er dann auch doppelt so schnell, Alter. Da hast du das. Das sind 1300 Schaden. Da hast du so einen Kronenturm in 2 Schüssen weg. Er braucht wenigstens auch eine gewisse Zeit zum Aufladen. Weil sonst wäre das ja. Ging das ja gar nicht durch. Ja. Ich kann zumindest abwehren, dass er einen Endturm nicht kriegt. Hat nicht ganz geklappt. Ich hätte fast auch noch einen Turm gehabt. Aber na gut. Also am Ende war es dann doch vielleicht doch ein bisschen ausgeglichen, aber ich weiß nicht, das macht einfach so viel Schaden. Und dann hatte ich noch einen Kampf, wo das lustigerweise ging. Er hatte nämlich, es waren glaube ich direkt 2 Kämpfe ineinander mit so einem Teil. Da hatte ich, lustigerweise bin ich da ganz gut vorangekommen. Das können wir uns ja auch nochmal anschauen hier. Es war halt wie gesagt gar nicht so unspannend. So, jetzt setzt er schon sein. Ja, mal gucken, was er setzt. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein paar Tage her. So, ich wie gesagt. Also eine schöne Taktik immer. Minenwerfer hinter, vorne das Riesenskelett zur Ablenkung. Und der schießt einfach durch. Wenn das so dann machen würde. Ah, jetzt macht das. Wunderbar. Hier und die Bombe, die macht dann noch der Rest.
und Magier und Feuer, also Eismagier und Feuermagier, das ist auch eine geile Kombo, ey. So, dann haben wir wieder das Problem, also der hat das Problem, der hat nicht abgewehrt, deswegen ist sein Turm jetzt weg. Ich habe jetzt allerdings das Problem, der kommt mit seiner Scheiße. Allerdings habe ich diese jetzt noch meine Rakete und das Ding ist schon fast weg. Und da ist es weg, genau. Das war vorteilhaft für mich. Nachteil für den. Also der hätte locker gewinnen können, hätte er das schlauer eingesetzt. Ja, sein Riesen noch durch, das war jetzt auch gar nicht so effektiv. Besonders da jetzt meine Barbaren durchkommen und ich glaube, der hat nichts dagegen, also nicht viel. Einzigste, was ich jetzt noch lohnen würde, wären jetzt hier oben seine kleinen Wichte, Kobolde. Dann macht er eigentlich gar nichts mehr. Hat aufgehört zu leben. Hat's eingesehen. Das war sinnlos. Komisch. Hat er noch was gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich warte das mal ab. Kann ja Taktik sein. Kann aber wieder vorspulen, sonst. Ah, jetzt mach ich mal einfach hier durch. Das ist ja dann der Rest so, ja. Ja, wie gesagt, durch viel Glück kann man dagegen auch ganz gut ankommen. Ja, okay. Ich wollte es eigentlich nicht nochmal sehen. Aber der Knopf ging gerade nicht so. Sonst, der Clan, haben wir ein bisschen hochgelevelt. Sind wir jetzt auf 12.000. Und ich bin Erster. Können wir erst spenden. Dann gibt es eine neue. Wir haben noch Wiederholungen von verschiedenen Arenen. Das ist zum Beispiel Arena 7. Sonst, das wäre immer die legendäre Arena 8 gewesen. Da sind jetzt halt nicht mehr ganz so viele Top-Leute. Also, die werden zumindest nicht mehr ganz so viel angesehen. Hier, es hält sich in Grenzen dafür, was davor für Klickzahlen waren. Das ist schon extrem. Hier haben aber auch viele diesen Bohrer, sehe ich gerade. Also, einige. Hier. Und der Magier, das ist auch interessant. Das ist ja, glaube ich, der Erd. Ich weiß nicht, war das Teil? So eine Art Maulwurf. Ich glaube, der krebt sich dann ein und krebt sich dann im anderen Turm drüben durch. So eine Art. Und das geht halt, wie gesagt, bei jeder Arena. Aber warum man jetzt Koboldstadion angucken so muss, das ist jetzt die Frage. Ja. Sonst war jetzt nicht allzu viel. Gab's hier noch was? Ich glaube eigentlich nicht. So. Was hatte ich hier noch gelevelt? Die sind, glaube ich, ein Level höher. Die auch. Die waren letzte Nacht auf Level 7. Der ist bald wieder, aber da sammle ich gerade auf 4000 Gold. Das dauert natürlich. Neue Truppen hatte ich nicht bekommen bisher. Und schön Level 8. War das letztes Mal schon Level 8? Ich glaube fast nicht. Ja, da ist das auch eine Neuerung, dass ich Level 8 bin. Das ist schön. Und in 4000, ja, bin ich ja wieder Level 9. So, was haben wir denn am besten Royals? Oh, die kenne ich gar nicht. Und die Symbole hier von den Clanfarben wurden ein wenig geändert. Frage ich mich immer noch, ob es da irgendwelche Belohnungen gibt, wenn man gewinnt. Achso, und das höchste Turmlevel wurde von 12 auf 13 erhöht. Das ist gut, weil ich wusste vorher nicht, dass es die 12 als höchstes angesehen wird. Aber na gut. Jetzt ist es 13. Hat man halt noch mehr. Gucken, wie viel Schaden hat man denn da bei Level 12er an der Spitze. Was haben die hier so für Decks? Na hier, guck mal. Da war es doch. Huch. Und Eis, alle am Eis. Was hat der Level 12er da vorne? Oh, der hat ein ganz komisches Deck. Hm. So ein Billig-Deck. Das ist wirklich ein billiges. Also Blitz kostet, glaube ich, 4 oder 5. Ey. Und dann noch den Bogenschützen. Die Bogenschützen haben aber auch viele. 5300 Trefferpunkte auf den und 3300 auf die Türme. Ja, ist okay, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen mal schnell noch einen Kampf, damit wir noch ein paar Minuten von der Folge haben. Ich meine, es kam ja immerhin 2 Wochen nichts. Ich weiß gar nicht, was da für ein Planungsirrtum war, dass da überhaupt nichts kam. Aber irgendwie, ja, meine Fresse. Aber irgendwie scheint aber schiefgelaufen zu sein. Ach, scheiße. Sonst hätte ich nämlich meine Rakete hintergefeuert, aber. Na gut. Und was ich auch nicht ab kann, wenn ich jetzt hier angreife und der jetzt auf der anderen Seite direkt noch zu. Oh, der hat. Dings hier. Ein Spiegel hat er.
komme ich natürlich jetzt nicht ganz so gut durch. Ich hoffe mal, du kriegst noch... Ach, scheiße. Ein Kobold, der ist noch da, aber der läuft zum Glück vor. So, Valkyrie sollte mal down kriegen. Die ist aber immer relativ gut. Ich hoffe, dass man noch ab, was noch kommt. Na, okay. Gut, dass ich abgewartet habe. Da gibt es auch immer viele, die den großen Riesen haben. Aber ich habe leider gerade nicht mehr ganz so viel dem entgegengesetzt. Also ich muss aber aufpassen, dass der Magier jetzt nicht nur meinen Turm angreift. Gut. Größte Gefahr ist abgewandt. Ja. Das war halt eine größere Gefahr, aber na gut. Ich hoffe mal, der hat nicht schon wieder Barbaren. Doch hat er, klar. Valkyrie ist auch mal. Scheiße. Teilweise hatten jetzt schon welche den Feuerball so hoch gelevelt, dass mein Magier dann direkt tot war. Der nicht. Der nicht. Puh. Das könnte ein enges Spiel werden. Ja, das bringt jetzt auch nicht viel. Wenn er jetzt Feuerball hat. Ich muss irgendwas setzen, sonst habe ich ja hier Verschwendung. Das kann ich ja nicht zulassen. Ja, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir doch. Ja, da hat er halt doch ein paar Vorteile, wenn er dann, sag ich mal, doppelt so viel kriegt. Ja, ein Glück kam der Magier nicht. Da hatte ich schon fast drauf gewartet, dass der Magier direkt kommt. So, das ist natürlich jetzt nicht ganz so effektiv, was der da hinten macht. Aber ich will mal nichts sagen. Jetzt könnte ich sogar durchkommen. Mal gucken, was jetzt was er entgegensetzt. Barbaren, sehr gut. Ah, shit, der hat ja noch Feuerball gehabt. Ah, fast vergessen. Oh, da macht man was gegen den. Sehr gut, da komme ich hier drüben noch durch in den Turm. Ah, noch nicht ganz. So, dann müssen wir hier nochmal schnell was ändern. Ein Glück ist die Valkyrie vorne, weil die hinten wäre. Ja, das ist noch beschissener. Da müssen wir mal eben kurz abwehren. Das ist Ablenkung. Ah. Er setzt seinen Riesen gleich wieder. Wie gesagt. Der Riesen macht doch scheiß viel Schaden. Aber Gott sei Dank hat er hintergeschossen. Jetzt könnte ich das gerade schaffen. Den. Nein! Ich dachte gerade schon, aber da hat er noch. Er hat ja seinen scheiß Spiegel gehabt. Ohne Spiegel. Naja. Ohne Spiegel, ja. Was war's denn für einer? Falsch. Was haben wir denn hier so für Clans? 90.000 in Thailand. Bestimmt für Thailand, bestimmt top. Sieht's denn in Deutschland aus mit den Clans? Lokal. So unter scrollen. Scroll. Na, weiter. Da sind wir jetzt schon bei. Oh, mindestens 23.500. Ist ordentlich. Sind wir hier bei Spieler in Deutschland. Ach, Welt brauche ich erstmal gucken. Ich erstmal auf Deutschland konzentrieren. Oh, 3.300. Also noch 1.000 und noch ein bisschen mehr. Das kann ja heiter werden. Erstmal die Arena 8 erreichen. Ich freue mich schon mal auf die. Ach, hier gibt es auch sogar noch Informationen, was man da rauskriegt. Und hier Siegesgold, wie gesagt, 20 Mal pro Tag. Und da gibt es halt auch noch. Die Anfragen sind auch erhöht, je nachdem, welche Arena man ist. Gibt es sogar 20 pro Tag. Also 400 Gold kriegst du am Tag, wenn du suchtest. Aber da musst du natürlich gewinnen. Das mit der Kronentruhe ist in letzter Zeit auch immer so eine Sache. Bis man das mal raus hat, das dauert ja ewig. Ja, ich finde auch die Preise hier sowas von überzogen. Guck mal, da brauchst du. Du bezahlst. Also du musst entweder 40 Euro bezahlen. Nee. 3.700 brauchst du. Also musst du schon mal mindestens 30 Euro bezahlen, um nur um eine Super Magier-Truhe zu bekommen. Und eine bringt dir weiß Gott nicht viel. Meine Fresse, das sind
Es sind 522 Karten drin, 17 epische und 104 seltene. Da kommst du ein bisschen voran, aber ich meine, 40 € so ein scheiß Spiel zu stecken, das ist doch einfach übertrieben. Einmal Gold, jetzt die Preise. Ich weiß nicht, was ich hier denken. Werden die billiger Preise nehmen? Meine Fresse, ja gut, aber wenn 40 Euro für eine Super Magier drüber. Alter Schwede, was du da verballern kannst. Nee, ich spiele kostenlos, dafür dauert Zeit länger. Na gut. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Ich hoffe, das dauert nicht länger. Jetzt immer freitags, genau, freitags 19 Uhr. Natürlich einzig und allein auf Philips Gaming mit mir, dem Carsten. Ha, tschüss.